Liebe Comic-Fans, heute ist es wieder soweit. Die schönsten Tage des Jahres stehen vor der Tür. It's Fumetto Time. Dieses Jahr etwas anders mit der Special Edition, aber von dem gehören wir nachher noch. Vor gut einem Vierteljahrhundert haben ein paar Luzerner Comic-Enthusiasten das Herz in die Hand genommen und mit viel Frauenarbeit das erste Comic-Festival von Luzern aus dem Boden gestampft. Heute stehen wir ganz an einem anderen Ort. Der Comic-Funke ist auf die ganze Stadt übergesprungen und hat buchstäblich Kappelbrücke erfasst. Ein Jahr nach dem Brand haben wir dann dürfen die Brücke mit Comic bespielen und von dort aus die ganze Welt. Alle waren sie bei uns, von den lokalen Grössen wie dem Melk, zu den nationalen wie dem Gefe und bis zu den internationalen Superstars wie dem Tardi. Mich persönlich haben aber immer die strahlenden Kinderaugen am meisten berührt, wenn sie einen Wettbewerbspreis in Empfang nehmen. Das sind die Vorboten der künftigen Comic-Heldinnen. Damit überhaupt so etwas möglich bleibt, gerade nach so einem schwierigen Jahr, wie wir hatten, das 20, wo wir ausgenockt worden sind durch ein fieses Virus, da braucht es viel. Es braucht natürlich in erster Linie Künstlerinnen, klar. Es braucht aber auch eine 1A-Crew. Ihr werdet sie nachher noch lernen können. Es braucht unzählige von Helferinnen. Es braucht Fumetto Amici, die uns gerade im Jahr der Pandemie besonders unter die Arme gegriffen haben. Und es braucht alle unsere treuen Partnerinnen wie Sponsoren, Stiftungen und natürlich die Unterstützung von der Stadt und der anderen gemeinnützigen öffentlichen Hand. Ganz speziell natürlich die Stadt Luzern. Sie ist unsere wichtigste Partnerin. Ohne sie würde es überhaupt nicht gehen. Darum freue ich mich ganz speziell, dass heute hier der Beat Süsli bei uns ist, gerade neben mir. Und ich freue mich, ihm zwar direkt, aber mit dem richtigen Abstand zu danken und ihm das Wort zu übergeben. Vielen Dank. Merci vielmals, Roman. Liebe Freundinnen und Freunde vom Fumetto. Es freut mich sehr, euch herzlich hier in der Stadt Luzern zum Fumetto 2021 dürfen zu begrüßen. Fumetto hat eine lange Tradition in der Stadt. Über 3 Jahrzehnte hat sich das Fumetto hier entwickelt. Und was ganz speziell ist, es hat uns immer wieder an ganz unentdeckte, spezielle Orte angeführt. Auch ich durfte im Rahmen von Fumetto Orte kennenlernen, die ich vorher so noch nie gesehen habe. Fumetto verbindet. Es verbindet Kunst und Stadt. Es verbindet aber auch Tradition und Avantgarde. Es verbindet, und das ist ganz speziell im 2021, aber auch die virtuelle mit der realen Welt. Ein ganz spezielles, spannendes Programm wartet auf uns. Ich wünsche mir sehr, dass Fumetto wie der Anfang ist von einem Festivalsommer, von einem Festivaljahr 2021, wo uns aus dieser bisher wirklich sehr speziellen Zeit auch wieder in ein neues kulturelles Leben führen kann. Ich möchte ganz herzlich an dieser Stelle danken allen Beteiligten vom Fumetto, die eine immense Arbeit geleistet haben in einem ganz schwierigen Umfeld. Jetzt freue ich mich, mit euch zusammen Fumetto 2021 zu geniessen und darf jetzt der Festivalleitung übergeben, die uns noch zeigt, was im Rahmen von dieser speziellen Ausgabe, von dieser Special Edition, uns in diesem Jahr erwartet. Herzlichen Dank. Same, same, but different. Das ist eigentlich das Thema von dem Festival, von der Fumetto Special Edition 2021.
Wir haben uns für euch ganz spezielle Sachen überlegt. Und zwar war für uns ganz wichtig, dass wir nicht ein reines digitales Festival machen, sondern viele Sachen werden hybrid sein. Wir haben neue Formen gesucht, so dass das Festival für euch spannend ist und ihr auch Spass habt, das Ganze auch ein bisschen haptisch erleben könnt. Der aufstrebende Stern am täglichen Fumetto-Himmel heisst Moran Mazar. Die junge Künstlerin hätte schon letztes Jahr das Publikum mit einer grossen, bildreichen Ausstellung begeistern und hat dazu eine Fumetto-Publikation gemacht. Gott sei Dank ist immerhin die Publikation vor dem Corona-Dolchstich verschont geblieben. Und die können wir euch ab jetzt, ab genau zu diesem Zeitpunkt, präsentieren. Ihr könnt durchblättern, während Moran stimmlich euch durch die ganze Geschichte führt und in fremde Länder entführt. Zahlreiche Auszeichnungen hat auch unser diesjähriger Artist in Digital Residence auf seinen Podest stehen. Der Genfer Zeichner Pierre Wasem hätte euch alle eigentlich im Hotel Schweizerhof empfangen. Jetzt haben wir es trotzdem möglich gemacht, dass ihr ihm jeden Tag könnt über die Schulter schauen könnt und eine Stunde täglich seht, wie er als im letzten Kapitel von seinem neuesten Buch zeichnet. Was uns auch sehr freut, ist, dass wir unsere Satellitenausstellungen auch dieses Jahr zeigen können, trotz Corona und ganz Corona-konform in den Schaufenstern von Luzern. Wir haben auch ein super Symposium vorbereitet in Zusammenarbeit mit der Hochschule Luzern Design und Kunst. Das zum Thema Zensur. Und ihr könnt das live mitverfolgen auf unserer Webseite am Freitag, 26. Dort werden ganz viele Comic-Künstler mitarbeiten, mitreden und mitdenken. Und sie kommen aus der ganzen Welt. Was wir am meisten vermisst haben letztes Jahr und auch dieses Jahr vermissen, ist unsere Fumetto-Family. Die ist in der ganzen Welt verstreut und wir können sie leider nicht einladen. Darum haben wir ein Festival Online-Café gerichtet. Es kommt etwa daher wie hier, wo wir gerade stehen, die Kornschütte. Aber es ist gefüllt mit Ausstellungen, mit einer Bar. Wir können uns austauschen, man kann zusammen Ausstellungen anschauen, man kann sogar zusammen Klavier spielen. Wirklich. Also kommen wir vorbei und wir probieren es. Kreativ für zu Hause. Wir haben ein super tolles Ausmalbuch kreiert, und zwar mit Annette Melice und Luigi Olivadotti. Und wir haben tolle Videotutorials, die man anschauen kann und wo man lernt, eigene Comicfiguren zu basteln und eigene GIFs selber herzustellen. Zusätzlich seht ihr vielleicht schon mittlerweile auf der Straße Leute, die Cassetto verkaufen. Das ist sozusagen eine Takeaway-Ausstellung. Die könnt ihr mit heimnehmen und daheim anschauen. Dann haben wir auch noch eine Ausstellung im Kulturmagazin 041 mit Christoph Fischer. Das freut uns besonders. Er hat dort einen Buchauszug gemacht über seine Träume und seine Geschichten. Wenn jemand aber etwas noch mehr mit heimnehmen will, dann kann er auch in Comics Remix in unseren Bookstore gehen und dort ganz viele schöne Sachen kaufen von allen Künstlern und Künstlerinnen, die man präsentiert. Und zwar mitten und in der ganzen Stadt Luzern, aber auch online. Hybrid, same, same, but different. Viel Spass! Du Roman, ich habe da noch etwas mitgebracht zum Anstossen auf Fumetto 2021. Ganz spezielle Tropfen, Spumante Fumetto. Ach, schon leer. Das hat gut getan.